Moin Freunde aus Cottbus und zwar vom Großhandelsmarkt Selgros. Hier kaufen unter anderem, ihr wisst Bescheid, Gastronomie, Einzelhandel, aber auch Privatkunden ein. Dahinter steckt natürlich wieder eine Ausbildung. Heute treffen wir eine Jahrgangsbeste. Ich freue mich drauf. Job, ich will over the top, aber habe leider keinen Plan im Kopf. Also was fange ich an? Mache ich dies oder das oder jenes oder was oder dicht oder doch? Hi, ich bin Nadine. Ich bin 30 Jahre alt und habe im Sommer meine Ausbildung hier im Selgros Cottbus gemacht zur Kauffrau im Großhandelsmanagement. Wir schauen uns heute mal unsere Einkaufswelt an. Ab geht's. Habt ihr wirklich die ganze Produktpalette, die es theoretisch auch im Einzelhandel geben würde hier? Im Prinzip haben wir das so aufgebaut wie im Einzelhandel. Klar sind wir noch ein bisschen mehr spezialisiert auf Gastronomie. Was ist wirklich deine Kernaufgabe hier? Ich bin im flexiblen Team. Das heißt, das kann die Kasse sein, das kann vorne die Information sein. Das ist aber auch viel auf der Fläche hier im Markt. Ich verräume Ware, ich überprüfe Bestände, ich berate Kunden. Also ich muss mich auch ein bisschen mit Produkten auskennen, mit Lebensmitteln. Hast du hier eine bestimmte Abteilung, wo du dich am wohlsten fühlst oder gerade auch hauptsächlich zuständig bist? Ja, das ist Süßwaren- und Nährmittelabteilung. Selbstverständlich. Da kommen wir gleich noch hin. Süßes oder saures? Sagen das mein Vater. Steigt schwarzer Adler, wenn ein Rapper seinen Text verzockt. Werde ich übertrieben sauer wie ein Center-Schock. Stell das wieder hin. Ja, meine Aufgabe ist es ja auch, die Regale zu füllen. Aber es gibt natürlich immer Reste. Die speichern wir auf eine Palette. Dann müssen wir hier eine Nummer anpiepen. Wird in unser Hochregallager eingestapelt. Ja, an sich ist es Verkaufsfläche und Lager zugleich. Richtig. Und den Schein dafür hast du gemacht? Genau, den muss man machen, bevor man so schweres Gerät bedient. Macht doch auch Spaß. Ja. Vielleicht mal, um die Ausbildung inhaltlich ein bisschen zu beschreiben. Wie setzt die sich zusammen? Schulische Teil betrifft praktisch Verkaufskalkulation, alles was mit Zahlen. Auch Buchhaltung, die Lagerhaltung, also welche Bestandskennzahlen gibt es. Du musst ja täglich eigentlich deine Artikel im Blick haben. Hier? Hier durchläuft man fast alle Abteilungen. Man muss sich hier untereinander gut kennen, gut kommunizieren, dass auch wirklich alles passt. Ich weiß, dass du die Jahrgangsbeste geworden bist. Tatsächlich. Mir hat es Spaß gebracht. Ich habe mich natürlich auch dahinter geklemmt. Man will ja irgendwo auch gut sein in dem, was man macht. Und so kam eins zum anderen. Hier sind wir in einem sehr wichtigen Bereich für uns. Ja. Und zwar ist das die Zustellung. Ah. Hier starten unsere Mitarbeiter mit diesen Autos, sage ich mal. Und dann werden die Kundenaufträge gepackt. Ach, die rausgeliefert werden? Oder genau. Auch die hier abgeholt werden? Beides, tatsächlich. Ja. Oh, das ist ja geil. Ich fordere euch zum Rennen. Wir müssen Weisen Comtesse holen. Schau mal da, der Karton. Oha. Den müsstest du mal bitte geil. Für unseren Kunden abstapeln. Yeah. I look incredible. Come on, man. I'm in this big ass boat. Big ass boat. From that thrift shop down the road. Come on, come on. I'm gonna pop some tags. Only got $20 in my pocket. I'm hunting, looking for a come up. This is fucking awesome. Man kann auch Meter machen, wa? Wenn man hier den ganzen Tag... Ja, teilweise bis zu 20.000 Schritte. Kommt auf die Abteilung drauf an. Jetzt hier ist sozusagen die Warenannahme. Ja. Genau, hier kommt unsere Ware durch die Rampen, die wir da hinten sehen. Wird hier geliefert, die Ware anscannen. Okay. Dann müssen wir sie natürlich zählen. Hier können wir es auch noch mal kontrollieren, stimmt das, was wir verbucht haben. Und dann wird es ins System eingebucht. Ja! Das ist unser Tiefkühllager. Was begeistert dich vielleicht an diesem ganzen Feld? Vor allen Dingen das Abwechslungsreiche, dass ich einerseits mit den Kunden Kontakt habe, andererseits bin ich aber in den Zahlen und muss es korrigieren. Das macht mir eigentlich am meisten Spaß. Ja. Dann bekomme ich 42,05 € von dir. Ich mache auf Rechnung. Okay. Das hier ist auch in unserer Ausbildung Teil. Wir müssen auch ins Kassenbüro. Kundenkonten haben wir eine Buchhaltung, wo die Rechnungen erfasst werden, um dort eben den Überblick zu bewahren bzw. offene Forderungen einzufordern. Genau. Das ist der Außendienst, die Verbindung zu unseren Kunden. Wir können die Aufträge einsehen und wie mit dem Kunden vielleicht nochmal kommunizieren, dass wenn halt eben Probleme auftreten, ist der Außendienst daran zu gucken, wie können wir das Problem lösen. Okay. Wie geht's
es für dich weiter? Du sagst so wirklich, jupp, hier bin ich gern, hier bleibe ich erstmal? Genau, hier bleibe ich. Aber ich möchte mich natürlich noch weiterentwickeln. Okay. Und mache nächstes Jahr meinen Ausbilderschein, um für unsere neuen Azubis da zu sein, um denen was beizubringen. Das habe ich jetzt in der Ausbildung gemerkt, dass mir das echt Spaß macht. Ja, und ich kann nur als Feedback geben, als ein kleiner Probe-Azubi, das machst du sehr, sehr gut. Dankeschön. Ich danke dir, wünsche dir ich weiter. Ich danke dir, Benni. Alles, alles Gute. War meine Ehre. Habt eine geile Zeit. Danke fürs Zuschauen. Benni Job, ich will over the top, aber habe leider keinen Plan im Kopf. Also was fange ich an? Mache ich dies oder das oder jenes oder was oder dicht oder doch? Mal so ein Studium oder lasse ich mich ausbilden? Das sind so Fragen, die würde ich jetzt gern herausfinden. Habe keine Idee, will in ein Komitee oder klingt das nur cool und ist gar nicht mein Weg, hätte gerne